Was geht ab, meine verrückten Auftragskiller? Wir spielen wieder eine weitere Runde. Hitman 3. Wir haben natürlich wieder dabei unser Sakko, was extrem eng ist. Accessoire, meine beliebte Mütze mit dem Markenzeichen und meine tolle Gamer-Brille. Das ist eine Sonnenbrille, du Horn. Hör auf, mir mal da reinzureden. Ja, es ist eine verfickte Sonnenbrille. Meine Güte, fängt ja schon gut an. Und die Mission, die wir dabei zocken werden... Todesfall in der Familie. Das Ziel bei dieser Mission ist die tote Rentnerin Alexa Carlyle. Die nebenbei gesagt auch noch vergessen hat, tot umzufallen. Dann besitzt sie noch die unverfrorene Frechheit, den Sensenmann zu verarschen, indem sie sagt, sie sei tot, schickt an all ihre Familienmitglieder die Beerdigung schreiben und dann möchte sie eine Fake-Beerdigung auch noch inszenieren. Und der gute Sensenmann hat uns dann ein paar Dollar gegeben, damit wir dann diesen Fehler korrigieren und wir werden die gute Alexa Carlyle richtig beerdigen. Ach, und wir müssen noch irgendeine Fallakte suchen. Okay. Kommentar Game Director Mission. Sprachen lernen, Bubble. Kommentar des Game Director Missionseinführung. Nicht, dass ich Ahnung hätte, aber ich glaube, wir versuchen es damit mal. Good luck, gentlemen. Das werden wir schon hinkriegen. Welcome to England. Having just been in Dubai. With all that new money on display, the gold and the flash, and the perhaps unpersonal, we move into the inherited wealth and the established upper class of the old. Mhm. Eine Ewigkeit später. Oh, Junge, Junge, ich hab das jetzt mal ein bisschen hier geändert. Der ist so am Labern, aber ich find das geil. Das heißt also, die empfehlen dir jetzt hier eine Mission. So, einmal hier rüber. Oh, oh, ihr zwei Dumpfbacken. Ihr werdet mich nicht finden. Da ist ein Hausmädchen. Da sind zwei andere Spackos. Wollen wir mal. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal in die Nähe von diesem Spacko da ran, ne? Das heißt erstmal... Hä? Wer sind sie? Komm, du kriegst auch noch eine. Bye, have a great time. Hey, alles gut. Ha! Dummkopf, muss ich jetzt hier jeden verprügeln, oder was? Oh, 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 oh. Scheiße, Mann. Komm, kriegst du auch noch eine. Bis dass die Kugel uns scheidet. Und was willst du da vorne? Ah! Oh, scheiße. Bitte hol mich nicht. Bitte hol mich nicht. Komm her. Hol mich nicht. Kriegst du auch eine aufs Maul. Nope. Alter, ihr aimt ja noch schlimmer als so COD-Noobs. Was ist los mit euch? Guck mal, ich bin unbewaffnet und kann mich vermöbeln. Den da auch. Boah. Sehr Profi-Gameplay gerade. Man sieht, das war richtig gut. Ah, dann auf zum nächsten Mal. Okay, mein Todessauger. Mach du das jetzt. Ja, geh ruhig hin. Bapp, bapp, bapp. So, diesmal war besser Schauer. Den schalten wir natürlich aus. Beseitigen wir ihn. Hallo, bist du taub? Ich höre nur bestimmte Klänge. Hey, der Killersauger, der funktioniert, aber er hört den einfach nicht. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator. Hired by Madame Carlyle this morning. Maybe you should do some detecting yourself. Nee, danke. Ich bin Auftragsmörder. Das Personal verdient ja bestimmt nicht gut Geld. Ist der Typ taub? War das die Münze? Ah, doch nicht. Ah, den Klang vom Geld kann doch niemand entgehen. Nix, yes. Würden die Verbrecher ihre Leute anständig bezahlen, dann würden die nicht auf den alten Münztrick reinfallen. Ah, so. Zack. Ihr könnt jetzt schön eine Besprechung machen. So, wir sollten uns jetzt mal ein bisschen verkleiden, um uns ungesehener zu bewegen. Ich bin der Bar-Code-Hausmeister. Ich muss meinen Job ernst nehmen. Warte mal, was mache ich denn eigentlich hier? So, dann wollen wir jetzt mal weitergehen. Irgendwann später. Hier haben wir schon Ziegelstein. I hope I die in the autumn. I love autumn funerals. Wieso? Das kann dir doch egal sein, wann du beerdigt wirst. Beerdigung im Herbst. So, was ist das denn hier? Vögel, hä? Ach, sei doch was schlauer. Kumpel. Okay, einfach so ein Ziegelstein ins Maul. Oh, jetzt kann ich mit meiner schönen roten Lilly hier schießen. Eins. Du hast auch keine Miete gezahlt. Alles weg, was keine Miete zahlt. Und das scheiß Nest hier. Weg damit. Verkleiden Sie sich als Bestatter. Gotcha, Bitch. Das ist eine gute Idee, Undertaker. The birds are gone and I'm ready to see Madame Carlyle now. Good, I'll let her know. Ey, was? Ruft jetzt. Nein! Scheiße. Nehmen wir eine Münze. Und kommt schon einer? Hopp! Und jetzt! Oh. Liebe Wachen.
beseitigen. Zack, dasselbe jetzt nochmal. Ja, mach, 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 komm. Ey, Bestatter! So, verkleiden. Mr. Parsons, I don't like to be kept waiting. I trust we can be efficient now I'm here. I can be very efficient, Madam Carlyle. Madam Carlyle, das wird gleich sehr effizient. What an awful idea. I want it removed before the ceremony tomorrow. I must say I don't care much for the choice of flowers either. I need a moment to consider what I want. Wie hat das Miststück überhaupt einen Mann kennengelernt? Die beschwert sich bei ihrer eigenen Beerdigung über Blumen und Bilder. I've never understood the need to publicly display grief. A person died. Most natural thing in the world. No need to make an emotional speech about it. I hope you haven't planned for one of those. No. I prefer to keep it simple. Ja, das will ich auch gern. Gravestone. Ah, okay. Also wenn du jetzt deinen Grabstein noch lobst, dann kann ich ja nicht nein sagen. This is my ancestral burial ground. Simple and clean is how we've always gone about it. And how it will be this time as well. And the flowers, they look more fit for a wedding than my funeral. Maybe something natural, fitting the season and local fauna. Das hört sich gut an. Dann. Kannst schon mal Probe liegen. Tut mir leid, keine Zeugen. Zack. Du bist auch weg. War ein Unfall. Kann mal passieren. Und das füllen wir jetzt mal aus. Zack. Ach, ist das nicht ein schönes Grab? Hier. Falls du das überlebt hast, kannst du dich ausgraben. Und hier, damit ihr beide was zum Spielen habt. So, jetzt müssen wir uns nur noch die Fallakte suchen. Marty, denk dran, die zwei Marker zur Fallakte... Was sagt er da? ...sind einmal beim Butler... Die Fallakte liegt beim... ...und bei der einen heißen Tochter, Becker. Das sagst du also. Die Fallakte ist also beim Butler und bei der heißen Tochter, Rebecca, hä? Ich habe ja gerade noch die passende Kleidung an. Okay, okay. Ich sehe schon, hab doch nicht die passende Kleidung an. Also brauche ich eine Verkleidung. Eine Minute, 37 Sekunden später. So. So, nicht, dass ich Ahnung hätte, aber wir machen mal alles hier aus. Ach, halt die Klappe. Der Ziegel hat's drauf. So, verkleiden wir's mal. Irgendwie gucken, wie wir den erledigen. Am besten so. Den hat er kommen sehen. Oh, fuck. Neustart. Der alte Kistensäbelkiller-Staubsaugertrick. Komm, mach den Staubsauger aus. Und tschüss. Nimm's nicht persönlich, Kumpel. Hier ist ein Schlüssel. Und da ist ein Teil unserer Markers. Jetzt müssen wir doch die heiße Tochter finden. Die haben gesagt, die heiße Frau. Müssen wir mal gucken. Hallo. Tatsache? So viel zu heiß. Also man soll ja nicht auf Äußerlichkeiten gehen, aber... Nein. Moment mal. Wer sind Sie? Sie gehören auf jeden Fall nicht zum Personal. Beseitigen. Ach, halt die Klappe. Ach, halt's Maul. So. Danke für die Marke. Das ist ja weg hier. Ja gut, das ging eigentlich. Die war auf jeden Fall heißer als der andere. Wenn man Lagerregal rückwärts schreibt, kommt genau dasselbe Wort wieder raus. Hey, what happened? Killerstaubwedel. Ja, ich will das Missionsgebiet verlassen. Tschüss. Tja, ich würde mal sagen, richtig profimäßig haben wir uns am Ende dann noch durchgeschlichen. Ja, okay, der Staubwedel war eine kleine Hilfe dazu. Und das war's jetzt mit der zweiten Folge von Hitman 3. Und jetzt gebt dem Video auf jeden Fall noch eine Bewertung. Wenn es dir gefallen hat, liken. Wenn nicht, dann disliken, ist ja klar. Ja, was nun jetzt? So, und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem weiteren Video und habt noch viel Spaß beim Zocken.